Total und recht herzlich willkommen bei, muss ich selber lesen, Modell Hobby Spiel, weil es ist ganz neu, ab August 2017. Modell Hobby Spiel. Wir bauen nicht nur Dioramen, wir bauen auch Geschichte auf und die kann man dann im Fenster sehen. Ja? Das sind wir ab sofort. Willkommen im Hobby Spiel. So. Star Wars ist bekannt, die Star Wars Launch ist bekannt, nur Star Wars ist halt so gut wie abgenudelt. Man könnte da zwar auch irgendwelche Sachen da basteln, wird zwar sicherlich auch in diesem Konzept sicherlich irgendwie gebastelt werden, müssen wir mal schauen. Aber wir haben uns jetzt leider auf die Bösen konzentriert, auf historische Geschichte. Wir fangen an auch bei den Römern, aber mal schauen, wir sind leider mittendrin. Weil das ein Riesenthema war, der Zweite Deutsche Weltkrieg, der Erste Deutsche Weltkrieg, der Krieg an sich. So, den gibt es als Spielfilm, nicht böse sein. Da haben wir gedacht, gut, nehmen wir den Spielfilm, bleiben wir jetzt auch beim Spielfilm, weil da bleiben wir jetzt auch bei. Wir haben jetzt natürlich Überraschungspaket, ich weiß nicht, was drin ist. Wir kriegen die ja immer automatisiert. Wir sind ja Amazon verrückt. Wir sind ja Amazon verrückt und bleiben wir auch. Yeah, Ghost in the Shell in 3D. Ghost in the Shell 3D. 2D ist auch dabei. Ich weiß, der Film war nichts, deswegen ist er jetzt auch schon auf dem Markt. Aber egal, wir haben die Ghost in the Shell noch im Original, auch VHS. Jetzt können wir sehen. Eine zweite ist auch Überraschung, mal gucken, was damit ist. Also in den Spiel und Hobby hört auch DVD und Blu-ray rein. Aber da ist irgendwie was schief gelaufen. Würde ich sagen, Grüße. Hallo. Ich habe zweimal angeklickt. Einen Blick. Das ist Amazon. Ist zwar nicht doppelt bestellt worden, muss ich gleich nachgucken, haben wir vielleicht übersehen. An sich sind das Vorbestellungen, das ist richtig, aber wir bestellen nicht 2, 3, 4, 5 Mal vor. An sich nur einmal. Egal. Ich will mich jetzt auch nicht aufregen. Okay, also wie gesagt, Modell-Hobby-Spiel. Nicht nur Dioramen, das ist nur für Hobby-Leute, die Star Wars, also Sci-Fi, alles was mit Zukunft zu tun hat und alles was mit dem Modellbau zu tun hat, ob es Revell ist, Italy und wie die alle heißen, gibt es ja eine ganze Menge von denen. Und wir bieten also eine gewisse Sache an, das ist halt WW2. Und wie das Ganze aussieht, haben wir jetzt hier, will ich hoffen, dass er da drin ist, den wir suchen. Damit fangen wir nämlich an. Ja, da ist er. Ach herrlich. So, Jamir haben wir auch, da ist er. Der muss natürlich zusammengebaut werden, ist klar. Fangen wir jetzt wieder mit an, nach 50 Jahren, fangen wir damit wieder an, sowas zu bauen und dann auszustellen. Wir besorgen auch richtige Fahrzeuge, aber dieses gute Stück in 1:6 fertig, aus Holz gemacht, würde kosten 800 Euro, ist ein bisschen heavy. 50 Euro für sowas hier mit Farbe und die Arbeitszeit, die da drin steckt, 1:35 will ich hoffen. 1:35 oder 1:16, muss ich eben gucken. Japanisch kann ich leider nicht. Ich gehe davon aus, dass er 1:35 ist. Wie gesagt, Japanisch kann ich nicht, ist alles Japanisch hier, typisch Amerika, kommt frisch aus Japan. Ist also nicht über irgendeinen Deutschen hier vertrieben worden, aber einige Sprachen sind drin. Auch nicht Deutsch. Ist schlimm. 1:35, jetzt habe ich ihn. 1,35, also 1,35 für die Soldaten, die ich euch schon im letzten gezeigt habe. Den Cargo Truck. Ja, das war's. Morgen kommen ganz viele Figuren. Wenn ich Zeit habe, werde ich diesbezüglich ein Video machen. Weil auch die Telekom kommt und umbaut. Und es kann sein, dass das alles nicht so funktioniert. Aber man kann ja abends, wenn ich fertig bin, hier in diesem sogenannten Stress machen. 1,35. Ja, ne? Von Tamir. Ja. Dann müssen wir mal gucken, ob da alles bei ist. Und ja, dann haben wir schon mal so einen LKW. Wir haben den Panzer in 1,35, der umgebaut werden muss. Und der hier muss natürlich auch umgebaut werden, ist klar. Mein Herr Kollege ist gerade an der Fensterfront vorbeigelaufen, der nämlich nur sowas verkauft. Vielleicht kaufe ich demnächst bei ihm ein, da muss ich mal nach Prozente fragen. Dann lasse ich jetzt nämlich selber Amazon, dann kaufe ich direkt bei meinem Kollegen. 5 Häuser weiter ist ein reines Spielwarenfachgeschäft seit 100 Jahren. Uns gibt es als Schreibwarenfachgeschäft seit 60 Jahren. Und jetzt sind wir natürlich in der Elektronik tätig, Film, Foto und so weiter.
und haben dieses jetzt hier wieder neu aufgenommen. Wie ihr gesehen habt, ganz neu August. Hallöchen! Macht ihr selber oder soll ich kommen? Helfen? Ich komme helfen. Worauf ich mich natürlich freuen werde, ist morgen, wenn so eine Gradmaschine in 1 zu 6 kommt. Ich hatte lange gesucht, dass ich sie bekomme. Natürlich muss ich sie zusammenbauen. Wie gesagt, sie sind weit über 50 Jahre zurück, also 55 Jahre bis 50 Jahre, wo ich damit angefangen habe. Natürlich habe ich sie damals als Jugendlicher, 50, 60, 70er Jahre gehabt, eher 50, 60er Jahre als Kind. Ich habe dann stundenlang da gesessen, habe dann gespielt. Hatte natürlich perfekte Augen, hat auch Spaß gemacht, ich hatte auch die Werkzeuge dafür. Bin ehrlich, jetzt habe ich das nicht. So eine spontan, ich habe sehr viele Hobbyisten hier. Für sehr viele Hobbyisten muss ich dann die Sachen machen. Ne? Ja. Damit die Kunden das auch von Weitem sehen, auch schön groß gemacht. Ne? Verschiedene Ideen. Ja, wir sind ja Neutrum für alle Geschlechter. Ne? Hier darf jeder mitmachen. Wird natürlich gezielt auf Samstag. Samstag soll das geschehen. Ich werde hier gemütlich sitzen und meine Figuren machen. Vielleicht mache ich auch eine extra Bastelecke. Ihr seid total recht herzlich willkommen, wenn ihr Modellfreunde seid. Modelle von Star Wars, Star Trek, Wilden Westen, Ägypten und natürlich den zweiten deutschen bösen Krieg. Ja, aber jedenfalls kann man da vieles machen. Man kann vieles hineininterpretieren. Man kann viele historische Sachen machen. Wir werden jetzt anfangen natürlich mit Film und mit der sogenannten Filmakademie. Das war die Truppe 501, die gab es nämlich auch schon im Zweiten Deutschen Weltkrieg, gab es die 501. Das war das sogenannte Filmbataillon, die halt im Krieg unter schwersten Gefechten gefilmt haben, auch Ausbildungsfilme gemacht haben im Zweiten Weltkrieg. Diese Figuren kommen und das sind Unikate, die extra hergestellt werden. Die müssten aber, wenn ich Glück habe, nächste Woche kommen. Ja, die sollten also schon vielleicht, wenn man Glück hat, unterwegs sein. Und die stellen wir dann als erstes aus. Und dann kommt das große Motorrad. Das ist die nächste Ausstellung mit dem ganz großen Motorrad, wenn wir es fertiggestellt haben. Wir werden auch diesbezüglich Filmaufnahmen machen, wie es hergestellt wird, wie wir uns das ausdenken, was daraus wird. Und jeder, der Hobbyfreund ist, kann da also kräftig mitmachen. Ihr seid total recht herzlich willkommen beim Basteln. Ansonsten schaut da mir persönlich zu, wie gebastelt wird. 1 zu 6, 1 zu 16 oder 1 zu 35, 1 zu 9, 1 zu 32, so in dem Dreh. Ne? Von 1 zu 6 bis 1 zu 34 so rum. Wir haben also uns auf metallische Figuren geeinigt, weil metallische Figuren kann nicht so viel passieren. Die sind also schon fertig. Die auch hier, alles kann hier auch gekauft werden. Wir können auch was herstellen, ist kein Thema, weil wir viele Hobbyisten haben. Ich hatte auch gerade noch ein Fachgespräch mit einem, der eine Modelleisenbahn, der jetzt auch zu Hamburg fahren wird, in dieser sogenannte Speichermodellstadt, sich alles anschauen wird. Natürlich, wegen der Ehefrau, geht es natürlich erstmal ins Theater, in ein Musical, ist klar. So, und dann ist die Frau auch bereit, 6 Stunden einzurechnen, dort im Modellhaus. Ihr wisst alle, 6 Stunden in dem Modellhaus klappt nicht, dafür ist es zu groß. Aber um es zu intensivieren, müsste man 2 Tage dort verweilen, um es wirklich zu intensivieren. Gut, man kann ja YouTube gucken, es sind ja viele Filme, viele Fotos schon, aber live in diesem Modellhaus zu sein, macht ja viel mehr Spaß. Und für die anderen, die können dann in Hamburg Dungeon gehen mit diesen Cosplay-Sachen des Horrors. London Dungeon war natürlich 10-mal besser in London, ist klar, weil es der Ursprung von Jack the Ripper und wie die alle geheißen haben, war schon sehr schön, hat also viel Spaß gemacht, dort gewesen zu sein, auch Speicherstadt und alles. Wie gesagt, das ist für mich persönlich nur eine reine Beschäftigung. Ich bin stolz drauf, dass ich dieses Fahrzeug habe und bin auch stolz drauf, wenn es nachher hier steht, selbst hergestellt. Ich will hoffen, dass ich mit meinem Augenlicht, ich bin etwas älter geworden, ich habe nicht mehr so die Sehkraft, vor allen Dingen nicht mehr vorne. Aber man hat ja alles da, Lupen und so weiter und so fort, daraus sollte was sein. Natürlich mag ich richtig fette, große, wirklich fette, große Sachen, auch RC-mäßig, aber der Preis ist doch ein bisschen hoch. Dieses gute Stück kostet um die 39, 49, 95, je nachdem, wo man es kauft. Und das große kostet 700 bis 800 Euro.
Und das ist natürlich ein Wahnsinnsschritt. So, und da die Modelle nur hier rumstehen und vollstauben und nur angesehen werden, da wir ja halt die Rahmen bauen, Ausstellungen machen werden, Modellausstellungen machen werden, wir werden auch sicherlich uns vielleicht mal eine sehr große Eisenbahn ausleihen, die ausstellen. Das ist alles nicht so einfach, weil so ein Eisenbahnfreund von fertig macht ja keinen Spaß. Das Ding muss ja gebaut werden, dann macht es Spaß. Wenn es fertig ist, dann macht es keinen Spaß. Ne? Gut, einige fertige Sachen sind immer da, die müssen auch da sein, die bleiben ja auch, dass sie da sind. Ich habe jetzt leider kein Messerchen da, mal schauen. Nee, jetzt hätte ich euch die Sachen mal gezeigt. Ich weiß hier selber gar nicht mehr, wie die aussehen, aber egal. Ja, wie gesagt, die Farbe muss dazu gekauft werden. Wie gesagt, Japanisch kann ich nicht. Keine Ahnung, um den auch so alt hinzubekommen. Also für mich ist es jetzt ein Hobby, mal zu lernen, von euch zu lernen, bei den YouTubern, die mir das tagtäglich da zeigen, wie sie es machen, aus aller Welt. Ich hatte auch Original-Japaner, die da am Basteln waren. Hammer, was die da drauf haben. Nun, so ein Auto, wie gesagt, um die 50 Euro. Wenn man Glück hat, 40 Euro. Wenn man ganz großes Glück hat, irgendwo im Sonderangebot für 20 Euro. Und sich dann da hinsetzt und bastelt mit den Farben, mit den Messern. Ach, ihr wisst schon, was man alles so braucht. Ne? So, und dann kann man das Ding obendran noch fahrtüchtig machen für die absoluten Könner. Und ich habe auch schon gesehen, die brutalsten, besten Könner, die machen sogar Elektrik da rein, dann leuchten die Dinger. Es ist ja alles machbar heutzutage, das macht ja auch viel Spaß. Vor 50, 55 Jahren musste man knobeln und nachdenken. Da waren auch die Anschlüsse ein bisschen, da gab es keine Elektrizitätsfarbe, gibt es ja mittlerweile, wo man Strom durchführen kann. Ne? Dann führt man, also man baut hier die Lampen rein, hinten irgendwo den Akku. Man nimmt diese Elektrizitätsfarbe da, wo der Strom durchfließen kann und schon leuchten die Dinger und so weiter und so fort. Alles machbar. Ich habe auch schon Lego-Steine gesehen, die anfingen zu leuchten, aber so einen kleinen Lego-Block für 50, 80 Euro, das ist alles ein bisschen teuer. Also wie gesagt, meine lieben Freunde, nur für Hobbyfreunde. Wer also Lust hat, mitmacht und dann wie gesagt, bleibt am Ball. Würde mich freuen, wenn ihr mir dann auf die Finger schaut. Also, wird meistens am Wochenende produziert, live, wie das hier hergestellt und gemacht wird. Wir haben auch, ihr könnt uns oder auch mich persönlich hier besuchen, von 9.30 Uhr bis 13, 14 Uhr höchstens. Danach ist die Tür zu, dann mache ich in Ruhe weiter. Und dann ist also auch schon irgendwann mal die Müdigkeit da, weil von Montags bis Samstags hier arbeiten und dann sich auch noch beschäftigen, geht manchmal schon ins Gemüt, dann wird man also müde. Also, alle Hobbyfreunde, ihr seid total recht herzlich willkommen bei den Amazon-Verrückten. Also, wir kaufen alles bei Amazon ein, erklären euch das, sagen euch den Preis, sagen euch, wo ihr es findet. Gibt es sicherlich auch billiger oder günstiger, je nachdem, für die Schnäppchenjäger. Wir sind Hobby, wir lieben Hobby und uns ist das dann vollkommen egal. Hauptsache, das gute Stück sieht perfekt aus. Und wenn wir dann noch ein Diorama drum bauen oder noch ein Thema, ja, kommt drauf an, man kann ja auch noch ein Thema bauen, man kann ja jetzt auch eine 1:35er Maschine daneben stellen, wie die sich da begrüßen oder so. Alles machbar. Man kann den ja auch kaputt machen, total, und dann ist er auch zerschossen. Geht auch. Ne? Ist ja heutzutage, wie gesagt, alles möglich. Aber jetzt ist er erstmal ganz. Was wir daraus machen, wird sich herausstellen. Können wir auch darüber diskutieren. Und dann kann man das, wie gesagt, mit einer Lötlampe etc. total deformieren, das Ganze, dann hat er einen Unfall gehabt oder so, oder ist zerschossen worden, je nachdem. Wir werden natürlich viel Ärger bekommen, das wissen wir jetzt schon, ich sowieso, weil ich das als Filmemacher tagtäglich hier mitmache. Wird halt dann so sein, weil das dann so ist, los da klein und so, ne? Aber egal, Modellhobby ist Modellhobby und das ziehen wir jetzt gnadenlos durch. Und ihr seid total und recht herzlich willkommen bei uns hier vor Ort im Shop. So, da sind wir nochmal. Lass uns basteln. Das ist der neue Spruch, der ab August 2017 jetzt hier von Film, Figuren und Theater ins Leben gerufen wurde und wird. Lass uns basteln. So, wir werden basteln. Natürlich Star Wars. Werden wir basteln, auch vor laufender Kamera. Ihr seid total recht herzlich eingeladen, auch hier mitzumachen, wer filigrane Arbeiten machen kann. Lasst uns basteln. Wir werden uns sicherlich auch einen Raum ausdenken, wo man dann die Figuren zeigen kann, die Dioramen zeigen kann und all sowas.
Grüße, ja, guten Abend. Noch habe ich auch, ja, 15 Minuten. Lasse uns basteln. So, jetzt habe ich Zeit, jetzt ist Feierabend, kein Kunde kommt jetzt rein und unterbricht meine Session hier. Ihr seid total und recht herzlich willkommen, besonders samstags. Samstags wird jetzt hier gebastelt, irgendwelche Dioramen zusammengesetzt, ob das nur Star Wars oder halt die historischen im Zweiten Weltkrieg. Wir haben halt viele Bastler bzw. Dioramenhersteller und die haben mich dann inspiriert. Ich finde es toll, ich möchte das einfach auch mal machen, mich so ein bisschen ablenken, mich vom Alltag runterfahren. Und dann macht natürlich sowas auch Spaß, weil man das auch nachlesen kann. Ich habe gerade hier so recherchiert, zum Beispiel diese Figur hier, das ist der Lieutenant oder Leutnant der Sturmabteilung Koch, eben E-Mail aus dem Jahr 1940. Ist natürlich ziemlich klein, da muss ich mal gucken, welche Kamera ich dann später einsetzen werde. So, der ist, wie man sieht, fertig. Das ist eine voll verplastizierte Zinnfigur. Ihr braucht ja nur googeln. Alles, was ich sage, kann man ja googeln. Ich kann also nichts Negatives sagen. Ich kann immer nur das zitieren, was Google auch eröffnet. Eben Imael Übungsgelände bei Hildesheim zum Beispiel kann man ja besuchen. Wir sind auf geschichtliche Spuren. Wir bauen das nach. Was haben die gemacht? Es geht mir nicht um den Krieg selbst. Es geht darum, Einzelschicksale irgendwie in Szene zu setzen, daraus Dioramen zu machen und die dann, wie gesagt, in Modellbau in der Scheibe zu zeigen, als so ein kleines Minimuseum, zeitgeschichtliches Minimuseum, das sich dann ständig verändert, das natürlich auch zwischendurch, wie gesagt, hier bei den Stormtroopern enden könnte, beziehungsweise Star Wars selbst. Bandai ist eingekauft, kommt aber leider erst Ende August, wenn überhaupt. Und dann können wir diesbezüglich mit Star Wars dann verweisen auf September oder ab September. So, wie gesagt, man kann ja googeln, was ist eben E-Mail. Die Einnahme der Festung eben im Imael am 10.11. Mai 1940. Da waren diese Herren hier daran beteiligt. Das ist der Lieutenant Koch, also Sturmabteilung. Leutnant, ich spreche immer Englisch hier, Lieutenant, sondern Leutnant. Leutnant Koch, eben mal 1940 im Kämpfen gewesen. Der hier ist der Schütze der Afrika-Korps. Schütze der Afrika-Korps. Könnte man auch nachlesen. Nordafrika 1941, was da los war, braucht man dann, wie gesagt, bei Google auch nur eingeben. Ich werde diesbezüglich dann, was wir gerade basteln oder herstellen, dann auch zeigen. Das ist also die neue Geschichte jetzt hier online. Das ist die einzige Online-Geschichte, wo ihr auch wirklich vorbeikommen könnt, selber basteln könnt oder direkt anschauen. Ihr könnt euch diese Figur dann wirklich in die Hand nehmen und anschauen. Zu oft sollte ich an sich auch nicht damit spielen oder beziehungsweise verändern, tue ich aber. Die haben Echtheitszertifikate. Ich weiß nicht, wie viel davon gibt. Habe ich jetzt noch nicht nachgelesen. Ich kaufe alle ein. Also wir kaufen alle ein. Und werden die dann, wie gesagt, auch drapieren, hinstellen, in Bewegung setzen, etc. Wir haben hier den Kapitänsleutnant der U-Boot-Flotte Nordatlantik, auch filigran verarbeitet, auch vollplastizierte Zinnfigur. Ja? Ob ich jemals Bandai oder andere Tamiya oder wie die alle heißen, ob ich die in Szene setzen kann, weiß ich nicht. Habe ich jetzt schon seit, wie gesagt, über 50 Jahren nicht mehr gemacht. Das ist halt alt, aber neu. Als Idee zu machen. Es werden richtige Dioramen gebaut, Gefechte, alles. Es werden auch 1:6, die verdammt großen 1:9, 1:16, 1:35 oder 32, je nachdem. Eingekauft und daraus etwas gemacht. Fasziniert hat das, wenn man das so sieht, so wie die Leute da ihren Sockel bauen, auf den Sockel dann die Thematik und dann die Sachen auch diesbezüglich hinbekommen, dass das nach irgendwas aussieht, als ob diese Szene, die eine Ursprungsszene, die mal echt gewesen ist, mit echten Menschen in echter Not, die sich da behakt haben
in der Normandie, beziehungsweise auch Ardennen und so weiter, überall. Also hier auch bei der Festung Emael, wer heißt die jetzt? Emael. Die Festung Emael durch die Sturmabteilung Koch, die 1940 dann da eingenommen wurde. Wie gesagt, das sind also Themen, worüber man geschichtlich, damit man mal so ein Bild bekommt von diesem Ganzen, was da abgelaufen ist, was unsere Urväter, Väter, Mütter, Großmütter da wirklich durchmachen mussten, damit man überhaupt ein Bild bekommt. Ich bin ein Adenauerkind, ich bin in der Wirtschaftszeit groß geworden, wo die Bedrohung im Hintergrund ablief, aber nicht live. Und in der heutigen Zeit, wo wir auch live bombardiert werden durch Terrorismus und so weiter, da kann man sich aber schon mal das Leid, und dann kann man sagen, ey, muss das sein? Ne? Müssen wir uns so behaken? Muss das wirklich sein? Können wir nicht irgendwie anders? Also mir macht es halt Spaß, diesbezüglich auch runterzukommen vom Alltag. Ja, welche Figuren haben wir noch? 1 zu 6, ich besorge mal eben eine. Ne, habe ich glaube ich schon gezeigt, brauche ich gar nicht besorgen. Soll auch nur eine kleine Ankündigung sein. Wie gesagt, das, was jetzt hier abgeleitet wird im Video hier, in diesem Modell, lass uns basteln in der neuen Sendung, die ich jetzt hier hochfahre im August 2017. Lass uns basteln, Spiel, Sport und Spaß. Nein, sondern Spielspaß haben und dann auch drüber philosophieren. Es sind ja genügend Figuren hier, nicht nur aus dem Themenbereich, sondern aus allen Themenbereichen. Nun, persönlich mag ich keine Horrorfiguren. Ich mag auch hier Games World jetzt nicht. Bin jetzt nicht so ein Fantasy Games World War of Tank. Das haben wir jetzt ins Programm genommen. Wir haben jetzt World of Tank. Wir besorgen auch alles daraus und werden dann mal schauen, wie wir die Figuren genauso hinbekommen. Ob ich hier den Major, das ist der Major Jagdgeschwader 52, Scharkau 1941, das ist dieser Herr hier, den habe ich schon mal in die Kamera gehalten. Ne? Da könnte man auch drüber nachlesen, das sind alles so Halbberühmtheiten der bösen, also der schlimmen Zeit, das sind Menschen, die in einer Zeit ihr Leben gelassen haben oder vielleicht noch leben, müsste man nachschauen. Die also viel durchgemacht haben und wenn man dann merkt, ey Mann, das war ein bisschen heavy, weil so Spielfilme gucken macht ja immer Spaß. Aber die Wahrheit dann irgendwie so, es gibt also die Geschichte gibt ja etwas, so ein Afrika-Korps, wie sahen die aus, wie liefen die da durch, wir wissen alle, was geschehen ist, wir wissen alles, was Rommel da und Tobruk und alles, wir wissen das. Aber wenn man das so in der Hand hält, dann merkt man, das war also nicht so lustig, wie man das vielleicht in einem Spielfilm uns zeigt oder in den sogenannten tönenden Wochenschauen. Ne? Also, ihr seid eingeladen, lasst uns basteln und wenn ihr Lust und Laune habt, bastelt ihr mit. Ansonsten gebt ihr eure Kommentare und dann war es das. Also 1 zu 6, 1 zu 16 und 1 zu 32. Ja, mal schauen, was wir hinkriegen. Ne? Wir haben also schon einige Sandhaufen da hinten bereit liegen. Wir wollen aber jetzt anfangen mit 1 zu 6. Das werden wir euch dann auch zeigen. Wir müssen nur warten, bis ein Lieferant uns diese Figur zukommen lässt. Wir wissen nicht, wann die Figur kommt. Wir wissen auch nicht, ob wir eine E-Mail darüber erhalten. Wir wissen nur, wenn unser Geld dort eingetroffen ist, dort gut geschrieben wurde, dass die uns dann die Figur auf den Weg bringen. Eine Figur 1 zu 6. Und dann fangen wir damit schon mal an, damit ihr ein Bild bekommt. Dann gehen wir nachher runter bis auf 1,32. So, ich hatte durch Zufall gerade frisch bekommen. Wir werden dann auch den Maßstab hier 6 Inch, das ist jetzt der Maßstab 6 Inch, wenn die aufgebaut wäre, sind über 3 Lagen. Ich habe schon gesehen, sehr filigran, da werde ich wohl mit Lupe arbeiten müssen, wenn wir an die Sache von Star Wars gehen. Also wir haben uns jetzt einige Figuren von Star Wars bestellt, die also bearbeitet werden müssen, damit das eine tolle Figur wird. Daran könnt ihr auch messen, wie gut man gearbeitet hat oder nicht. Für mich nach über 50 Jahren, wenn ich ernst, 55 Jahre schon ist das her, wo ich sowas mal in der Hand hatte und dieses Mal war mehr Indianer und Cowboys, da gab es noch kein Star Wars. Da gab es aber diese Herren hier, die weltgeschichtlichen Herren gab es, aber nicht in Zinnfiguren der damaligen Zeit. 50, 60, 70er Jahre waren die sündhaft teuer. Da war nämlich echtes Zinn und hauchdünn. Das ist voll plastiziertes Zinn.
ist wieder eine ganz andere Geschichte. Haben also ihr Gewicht, wie viel Gramm, weiß ich jetzt nicht. Kann sein, 8 oder 10 Gramm wiegen die. Wie gesagt, total filigran gearbeitet. Ich müsste die wirklich jetzt unter die Lupe nehmen, um mir die dann anzuschauen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt hierher gehen würde, bei der Bataillon Koch hier sein Gesicht zu verändern. Glaube ich nicht, dass ich das machen würde. Also, ja, wenn ich mir das so auf die Distanz anschaue, ich hoffe, ihr kommt rüber, die Distanz. Ja, wie gesagt, es ist keine Verherrlichung, es geht mir einfach nur den Alltag und ja, mit euch darüber videotechnisch zu philosophieren. Vielleicht zeigt ihr ja eure Werke. Darum geht's. Lasst uns basteln, ihr zeigt eure Werke, die wir dann hier auch einblenden können. Wir können auch dann darüber sprechen. Das können wir machen, weil wir wurden angesprochen, besonders ich privat wurde jetzt hier sehr oft angesprochen, ob ich das nicht mal könnte. Ich kann also nur das zeigen, was ich selber irgendwie zusammenstellen könnte oder basteln könnte. Wie gesagt, es gibt sehr viele, die sich damit nicht auskennen. Es gibt sehr viele, die sich aber damit auskennen, die das auch machen, die das schon sehr lange machen und wunderbare Sachen machen. Ich hatte schon die Endor-Truppe da, wollte die Endor-Sache nachbauen. Mal sehen, also ist eine Menge. Also ich habe mir jetzt mindestens pro Monat mir hier sowas auferlegt. Einen ganzen Monat möchte ich versuchen, daran zu arbeiten, herzustellen. Immer an einem Samstag werde ich also hier verweilen. Ihr könnt mich auch besuchen kommen. Hier der Shop ist dann auf. Wie lange weiß ich noch nicht, muss ich mir noch ausdenken. Von 9 Uhr bis 2 Uhr oder von 10 Uhr bis 2 Uhr reicht nämlich meistens aus, weil die meisten Bürger hier um 12 Uhr erscheinen, samstags, und meistens schon um 13 Uhr ist Ruhe. Also, aber ich werde dann gemütlich bis einer gewissen Uhrzeit, hier kann ich auch alles stehen und liegen lassen, werde mir da hinten im Studio, werde ich mich hinsetzen und dort arbeiten, auch mit laufender Kamera, werde ich da zeigen, wenn ich Lust und Laune habe, vielleicht sogar live. Mal schauen, das ist jetzt die Ankündigung, lasst uns basteln, wir sind Amazon verrückt, kaufen alles bei Amazon, also, ne? Lass uns darüber philosophieren, ob es Spaß macht, solche Figuren zu basteln, zu besprühen, zu veredeln oder nachzubauen, fast historisch wie diese Figuren oder halt nach dem Filmmuster, die zusammenzustellen auf 5x5 cm, 10x10 cm oder die Großen brauchen halt eine größere Größe, bei 1,16 ist klar, bei 1,6 erst recht. Ja, dann können wir darüber reden und das wird die Bastelstunde hier. Ich denke mir alles noch aus, wird alles noch einen Namen kriegen. Das ist die Einleitung. Willkommen, lass uns basteln und wir sind alle Amazon verrückt, denn wir kaufen alles bei Amazon.